Du kannst die Spiele des Lebens nicht gewinnen, du kannst sie nur spielen. Leben besteht nur aus verpassten und wahrgenommenen Gelegenheiten. Wir müssen unsere Geschichte erzählen. Die Welt wartet auf unsere Geschichte. Wir sind als Unikat geboren. Leider sterben viele als Kopie. Wenn ich all meine Ziele erreicht habe und alles passt, finde ich Frieden, sagt das Ego. Finde Frieden und alles passt, sagt die Seele. Ihr wisst, ich votiere für die zweite Version. Ganz einfach deswegen, weil wir Illusionen unterliegen, wenn wir versuchen, Ziele zu erreichen. Was wir erleben, ist natürlich Erleichterung, die Angst ist vorbei, die Erwartung ist vielleicht erfüllt worden. Freude erleben wir nicht, denn die Freude gehört auf den Weg. Ein Jaina-Kloster viele Jahre her, Prachanathil, Nordindien, da schauen morgens um 7, der Meister fragt nach meinen Ambitionen, nach meinen Zielen, nach meinen Visionen. Ich sprudel los, ja, damals traf mich noch der Stein. Auf einmal, sein Lächeln wird immer breiter, unterbricht er mich und fragt nur eine Frage und die hat mein Leben verändert. Ihr kennt diese Catchphrases, diese Sätze, die dich packen, die dir auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Der Satz lautete oder die Frage, what's wrong about now? Was ist so verkehrt am jetzt hier? Dass du von einer Welt träumst, die ganz woanders ist. War das immer so für uns? Nein, natürlich nicht. Als kleine Kinder, du musst das mal beobachten, wenn Kinder spazieren gehen mit ihren Eltern, so Zweijährige, die brauchen für 100 Meter eine halbe Stunde. Die freuen sich an jedem Regenbogen, jeder Pusteblume, jedem Regenwurm. Und dann beobachte die Eltern, die zerren ständig an dem Kind, komm, wir wollen doch noch nach. Und das ist immer mit einem Versprechen verbunden, was dann Tolles passiert. Das heißt, wir wurden schon als Kinder konditioniert auf, wo du bist, das ist nicht so schön. Und jetzt sowieso nicht. Aber dann, wenn du da bist, jedenfalls woanders. Und das ist das, was uns irgendwann zu Ziele-Junkies machen lässt, werden lässt. Das ist das, was uns irgendwann zu einer Zielerreichungsstaffel durchs Leben treibt. In einem regelrechten Treibsand. Und da brauchen wir Dichter, da brauchen wir Künstler, da brauchen wir Weise, die uns wieder einnorden. Keine Frage, du brauchst einen Nordstern, du brauchst eine Richtung, Ergebnis offen, darauf zu leben. Den Titel des Buches deines Lebens zu finden, ist eine wichtige Aufgabe für die nächste Dekade vielleicht. Basierend auf zumindest drei großen Werten, die du hast. Und wenn daraus Ziele folgen, die natürlich nur Wegmarken sind, dann geht es allein darum, neue Erfahrungen zu machen. Weil Leben ist natürlich immer da, wo du noch nicht warst. Alles andere ist Wiederholung. Grünemeyer gibt uns da einen wunderschönen Text. Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig. Nach der Ebbe kommt die Flut. Das heißt, die großen Klassiker der Weltliteratur, nimm zum Beispiel die Odyssee von Homer, wunderschön zusammengefasst, ich will es euch im Auszug kurz sagen, in einem Gedicht von Konstantin Kavafis. Wenn du aufbrichst zur Reise nach Ithaka, so bete, dass ein weiter Weg es werde, voller Umschwünge, voller Einsichten. Haste mit der Reise nimmermehr, besser sie dauere vieler Jahre Lauf, und auf der Insel angerst du als Greis, an allem Reich, was auf dem Wege du erwarbst, niemals erwartend, dass dir Reichtum schenke Ithaka. Ithaka schenkte dir die schöne Reise, zu ihr allein bist du hinausgefahren. Findest du's arm? Ithaka trug dich nicht. So weise, so erfahren, wie du wurdest, erkanntest du nun wohl, was Inseln Ithaka im Leben bedeuten.
Der Weg ist das Ziel. Nicht das Ziel ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. In den Worten Buddhas, there is no road to happiness, because happiness is the road. Wir finden das Ganze auch in vielen anderen Versionen. Rudyard Kipling, tief verankert im Hinduismus, der Autor vom Dschungelbuch, hat das berühmte Gedicht If geschrieben, über dem Tempel vom Wimbledon, für Tennisspieler ein Tempel. Über dem großen Tor steht ein Auszug aus diesem Gedicht. If you can meet with triumph and disaster, wenn du bereit bist, hier auf Triumph und Niederlage zu treffen, and treat these two imposters just the same, und diese beiden Täuscher als dasselbe zu erkennen, then you can play this game. Dann kannst du dieses Spiel spielen. Wir haben die Freude am Spielen verloren. Wir glauben, wir können das Black-and-White-Game des Polaritätsgesetzes der Dualität gewinnen. Das können wir natürlich nicht. Aber wir schauen bei der Münze oft nur auf die eine Seite des Erfolgs, was du nicht siehst, welchen Preis du bezahlst. Sei es mit deiner Gesundheit, sei es mit deiner Familie, sei es, dass du die Welt nicht kennengelernt hast. Martina Navratilova, die berühmte Tennisspielerin, jahrelang Nummer 1 der Weltrangliste, auf die Frage, was sie denn tut, wenn sie ihre Karriere beendet hat, antwortet: Ich reise in all die Länder, in denen ich gespielt habe. Ja, Moment, du warst doch dort. Nein, ich war nicht dort. Ich war im Flugzeug, im Taxi, im Hotel, auf dem Trainingsplatz, auf dem Turnierplatz, zurück ins Hotel, zurück im Flieger, nach Haus. Ich habe die Welt nicht kennengelernt. Das ist das, was ich glaube, was zielfixierte Menschen, welchen Preis sie dafür bezahlen, dass sie so leben, wie sie leben. Ein Teilnehmer bei mir im Seminar, nennen wir ihn Klaus. Blödsinn. Der hieß Klaus. Fertig. Bei der Übung Moments of Surrender, also Momente, bei denen wir Hingabe geübt haben, wo wir etwas aufgegeben haben, erzählt folgende Geschichte. Als BWL-Student war ich interessiert, wie alle, irgendwann Vorstand zu werden. Ich hatte aber auch immer den Traum, ein Jahr durch die Welt zu reisen. Als ich mit dem Studium fertig war, wollte ich meinen Marktwert testen. Ich hatte mich beworben in einem großen Konzern, kam sogar auf die Shortlist. Ein Anruf kam vom Vorstandsvorsitzenden: Sie sind mein Favorit, ich möchte Sie am Freitag sehen. Ich sitze vor ihm, er schwärmt von diesem Job. Und ich hatte schon fast Ja gesagt, da sagte ich zu ihm: Wissen Sie, eigentlich habe ich einen großen Traum, ein Jahr durch die Welt reisen. Junger Mann, bis Montag gebe ich Ihnen Zeit. Vier Wochen kann ich ohne Assistent. Montag sagen Sie mir, ob Sie diesen Job wollen. Das ganze Wochenende kämpfte ich mit mir. Kopf kämpfte mit Herz. Angst kämpfte mit Liebe. Leider gewinnt oft die Angst. 4-1 gewinnt immer die Angst. Am Montag saß ich vor ihm, auch bei mir hatte die Angst gewonnen, und sagte: Ich nehme den Job an. Ich freue mich, für Sie zu arbeiten. Darauf antwortete der Vorstandsvorsitzende: Auch ich habe übers Wochenende überlegt. Ich werde Ihnen den Job nicht geben. Denn vor 30 Jahren war ich in genau der Situation, in der Sie jetzt sind. Und damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich Ihnen den Traum verdorben habe, der mir entgangen ist, werde ich Ihnen diesen Job nicht geben. Das war eine andere Geschichte zu diesem Thema. In den USA ist vor kurzem ein Mann vor Gericht gestanden, der seinen Arzt krankenhausreif geschlagen hat. Als der Richter ihn fragt, warum, antwortete der: Ich bekam von diesem sehr renommierten Arzt vor einem halben Jahr eine Diagnose Blutkrebs. Ich hätte noch ein halbes Jahr zu leben. Nach einem halben Jahr ging es mir immer noch blendend. Ich ging zu diesem Arzt und er fragte ihn, wie kann das sein? Und er öffnete mir: Wie hätten Sie auch in den nächsten Tagen angerufen? Die Blutproben sind vertauscht worden. Der Patient, auf den es zutraf, ist vor wenigen Tagen gestorben. Daraufhin habe ich meinen Arzt zusammengeschlagen.
Und der Grund ist, Herr Richter, nicht, dass er mich getäuscht hat, sondern dass ich ab morgen wieder mein altes Leben leben werde. Ich werde Pläne schmieden, ich werde mir Ziele setzen, ich werde die Macht der Gewohnheit wieder unterliegen. Die letzten 6 Monate habe ich jeden Tag gelebt. Carpe diem. Wenn in einem buddhistischen Kloster ein Mandala gefertigt wird, zu besonderen Feiertagen ist das sehr groß, ist, ja, fast diese Bühne. Die Mönche machen das mit kleinen gefärbten Holzstäbchen, die an einem Hobel angeschoben werden. Und mit diesen kleinen feinen Spänen bilden sie dann dieses wunderschöne Mandala. Die Mitte ist natürlich frei, das Auge des Hurrikans, die Narbe des Rades, Shunyata, die große Leere, aus der alles entsteht, Sound of Silence. Aus der Stille wird alles geboren. Und wenn nach ungefähr 2 Wochen die letzten Späne gefallen sind und dieses wunderschöne Werk fertig ist, reißen die Mönche plötzlich auf beiden Seiten die großen Flügeltüren und Fenster auf und in Sekunden weht der Wind das ganze Mandala hinaus. Man nennt das Wuwei, tun ohne zu tun. Es geht einfach darum, dass die Freude im Spiel an sich liegen muss und nicht im Ergebnis. Nochmal, du kannst die Spiele des Lebens nicht gewinnen, du kannst sie nur spielen. Leben besteht nur aus verpassten und wahrgenommenen Gelegenheiten. In John Lennons Worten, Leben ist das, was stattfindet, während du etwas anderes planst. Tucholsky sagt dazu, ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht, dann machst du noch einen Plan, funktionieren tun sie beide nicht. Nochmal, es ist für uns sehr ungewöhnlich, diesen Weg zu gehen, den ich eben beschrieben habe. Wir funktionieren gut, wir sind sogenannte Good Soldiers. Erfüllt sind wir leider von diesem Leben nur ganz selten. Ich war jetzt letzte Woche wieder bei meinem Celebrity Twin. Ihr wisst, Sound of Silence, Sundance Resort, Utah, gehört Robert Redford. Und eine seiner Aussagen, die ich noch gar nicht kannte, stand an die Wand geschrieben. There is no greater agony. Es gibt kein größeres Leid than an untold story that you bear inside of you. Es gibt kein größeres Leid als eine nicht erzählte Geschichte, die du tief in dir trägst. Wir müssen unsere Geschichte erzählen. Die Welt wartet auf unsere Geschichte. Wir sind als Unikat geboren. Leider sterben viele als Kopie. Und das drückt sich für mich besonders darin aus, dass Menschen, und das ist das, was Grant Rice, ein berühmter Coach, großer amerikanischer erfolgreicher Mannschaften, am Ende seines Lebens als Erfahrung gesagt hat, worum es bei all diesen Siegen, die seine Teams ständig erreicht haben, letzten Endes gar nicht ging. Score ist das Ergebnis, Scorer ist der liebe Gott am Tag des jüngsten Gerichts. Und dies ist sein Gedicht, das er hinterlassen hat. And when the great big scorer comes, also der Herr am Tag des jüngsten Gerichts, to mark against your name. He writes not you won or lost, but how you played the game. Er wird nicht schreiben, ob du gewonnen oder verloren hast in diesem Leben, aber wie du das Spiel gespielt hast, das wird er schreiben. Das heißt, ich möchte euch dringend nahelegen, einmal zu überlegen, ob diese Hetze, mit der wir ständig durch die Welt rauschen, es wert ist, ob nicht viel zu viel rechts und links liegen geblieben ist. Ein Mann hat viele Gelegenheiten, Karriere zu machen. Ein Kind hat nur einen Vater. Ja. Was ist von all dem Geld, das du angerafft hast? Die Wärme eines teuren 5-Sterne-Hotels von Mauritius gegen 2 warme Kinderärmchen, die sich dir um den Hals legen.
Mit anderen Worten, nicht alles, was man messen kann, zählt im Leben und nicht alles, was im Leben zählt, kann man auch messen. Wir sollten vielleicht wieder dazu übergehen, uns Gedanken zu machen, welche Erfahrungen wir in diesem Leben eigentlich noch gar nicht gemacht haben. Und so möchte ich meinen kleinen Vortrag beenden mit einem Satz, über den ich euch bitte, einfach mal zu meditieren in den nächsten Tagen. Nicht was du tust und erreicht hast, macht deinen Wert aus, sondern wie du gelebt hast, das macht dich wertvoll. Danke. Dankeschön. Hey, 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 bevor es weitergeht mit dem nächsten Video, fühlst auch du dich zeitweise orientierungslos, etwas sinnentleert und leider, leider oft auch recht müde? Der Weg raus aus dieser Art von Leben, aus dem Hamsterrad, aus der Erschöpfung, aus der Orientierungslosigkeit, das wird der Inhalt dieser Masterclass sein. Und du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.